Servus, hallo, herzlich willkommen zur letzten Folge von Anno 1800. Ja, ja, ihr habt es richtig gehört. Das letzte Mal haben wir schon ich glaube, die Hauptinsel eingenommen von der Margaret's Hand und eine Nebeninsel von ihr. Also, wir haben hier, also da haben wir die Hauptinsel vernichtet und übernommen. Und jetzt zuletzt Kul Thrall. Und ja, auf was warte ich jetzt noch? Ein bisschen aufs Reparieren von den Schiffen. Die habe ich jetzt alle mal wieder nach Hause geschickt, die meisten. Da wird jetzt mal fleißig repariert. Dann werden wir alle restlichen Inseln noch übernehmen, die es so gibt auf dieser Karte da links unten. Wobei das einiges sein wird, weil mir fällt gerade ein, dass es ja noch den Grünen gibt, den wir auch noch vernichten müssen. Aber das kriegen wir schon zusammen. Wir werden die Margaret zuerst einmal down machen. Und ich würde sagen, so nebenbei dann auch den Grünen. Das heißt, was wir jetzt gleich einmal machen, wir gehen auf Diplomatie, sagen, böser Bub, Krieg erklären. Ich erkläre Ihnen und Ihrem feigen Pöbel den Krieg. Naja, umgekehrt, ich habe dir den Krieg erklärt, aber ist in Ordnung. Jetzt sind wir einfach mal mit allen im Krieg. Ihr gefällt es, der ein Alo, mir auch. Und ja, ich werde jetzt meine Flotte wieder auf Vordermann bekommen und dann rushen wir da einfach durch und vernichten alles, was so im Weg steht. Ja, ich sehe da gerade, der Grüne hat aber auch ordentlich, der hat auch einige Schiffe. Der hat da gerade eine Insel eingenommen. Also der, ich weiß, wer ist denn der Typ eigentlich? Falsch. Da lang, Diplomatie. Der heißt Karl Leonard von Malching, aha. Da geht er ab, der Kali. Geht er ziemlich ab, der Kali. Was werden wir als erstes machen? Wir werden zuerst einmal diese Insel fladern, also einnehmen. Wuchtingen, weil die ist nämlich ganz knapp neben Wien, also das ist einfach mal ein bisschen östlich von Wien. Einige Schiffe habe ich ja da schon, einige werden produziert. Und ich würde sagen, wenn da das Schiff auch fertig ist, fahren wir einfach rüber und sagen Hallo. Ja. Aber wie gesagt, die Flotte, die darf man nicht unterschätzen, die er hat. Wo sind die jetzt gerade unterwegs? Das sind echt viele Schiffe gewesen. Nein, die sieht man gerade nicht. Die sind irgendwo im Kriegsnebel drin. Da unten vermutlich. Ja, also muss ich aufpassen. So, die Flotte steht bereit. Gerade das letzte Schiff produziert worden, genau. Zwei habe ich ja noch gehabt, die vom Süden herankommen sind. Die sind jetzt auch schon da. Na, dann gehen wir es an. Angriff auf den Grünen. Ja, egal. Fangen wir mit der großen Kanone an. Und arbeiten uns dann irgendwie durch. Nein. Da braucht er gar nicht irgendwie damit mit Friedensverhandlungen kommen, mit Friedensverträgen. Nee. Das machen wir nicht. Ziel ist Vernichtung aller Gegner und das schaffen wir heute. Behaupte ich einfach einmal. Es werden noch einige Inseln zu machen sein. Aber ja, es könnte sich ausgehen. Je nachdem, wie es zusammenschneiden kann, das Ganze. Ja, wird schon geschossen. Hurra. Was an vorderster Front darf wieder nach Hause fahren. Schneller. Ja. Damit du das einmal überlebst. Das wäre cool. Es zwängt sich da durch und könnte passen. Könnte sie ausgehen. Gleich zum Reparaturkahn. Also da oben auch eins. Na egal. So, und der Rest. Weiter auf Angriff. Die erste Geschützstellung ist down. Schiff ist down. Bissel näher ran. Du schaust ab, wenn es nur ausgeht. Da darfst du da oben reparieren. Warte mal. Da oben ist es. Kein Waffenstillstand. Nee. Das mit dem Schiff, das war ein bisschen knapp. Jetzt ist es tot. Schade. Gut, wenn wir ein Schiff verlieren, soll es mal recht sein. Ich hoffe, dass eine Flotte kommt, das nicht überraschenderweise von irgendwo. Oh, doch. Sie kommt tatsächlich. Frage, ob wir das rechtzeitig da jetzt einnehmen können.
Boah, wie mache ich denn das jetzt? Schnell, schnell, schnell. Ja, Insel gehört uns. Das ist schon mal gut. Da fahrst du mal näher ran, weil dann beschützt uns nämlich auch unser Konto. Währenddessen sammle ich noch ein bisschen Zeug an. Wo war da noch was? Da, Fenster, okay. Nichts vergessen da, nichts vergessen. Neue Befehle? Wo ist er? Ja, fährt er gleich um die Ecke. Er will uns tatsächlich angreifen, glaube ich. Ob das jetzt eine gescheite Idee ist von ihm? Lass ich mal dahingestellt. Hat er gerade gesagt, mein Hafen wird angegriffen? Ah ja, okay, das ist mir egal. Garten of Sin. Garten der Sünde. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Er hat, glaube ich, Gegenwind oder er wartet ab? Ich glaube, er wartet ab. Ich sehe nicht so ganz sicher. Also mir wäre es nur recht, wenn er da jetzt reinfährt, da in die Bucht. Das wäre ideal. Haben wir eben, wie gesagt, den Schuss von hier. Und ja, doch einige Schiffe, die ihn dann abschlachten können. Gut, die haben jetzt nicht alle 100% HP, aber das macht nichts. Wie schauen wir das sonst aus? Naja, erst wieder Schiffe produzieren. Ich werde auch die Kanonengießerei mal wieder in die Höhe setzen. Das war das Falsche. Ah, Moment, aber da kann ich die Produktion wieder mal runtersetzen und stattdessen zu die Arbeiter. Wo haben wir eine Arbeiterhütte? Da. Die Kanonen wieder mal auf 50 plus. Zack. Zack. Ja, also er traut sich nicht dran scheinbar. Ist auch die klügere Entscheidung. An seiner Stelle. Ich gehe wieder reparieren und dann nehmen wir uns die nächste Insel vor. Warte, schauen wir kurz welche. Die da rechts. Oder? Ja, die da rechts. Schauen wir kurz, was die Versicherungen hat. Zwei Geschütztürme. Und eine Geschützstellung. Ja, nix. Prinzipiell nix. Ist das die aktuell größte Insel? Ah, die da unten wäre auch noch ein bisschen größer, okay. Ja, ich würde sagen, wir fahren im Uhrzeigerkreis einfach und vernichten dann alles. So machen wir das jetzt. Ja, die brauche ich nicht einmal reparieren. Da fahre ich doch gleich direkt hin. Oh, das ist gut, dass wir da zufälligerweise auf ein paar Schiffe vom Grünen treffen, die da verstreut rumfahren. Die, das ist nur ein Clipper, okay, scheiß drauf, aber ein bisschen was haben wir vernichtet von den Schiffen. Wenn es auch nicht viel war, aber jedes einzelne Schiff zählt jetzt. Hast du schon eingesammelt? Jetzt hast du eingesammelt, gut. Na, dann fahren wir weiter. Jetzt greift man der rum, sieht die aus. Also ich glaube, der rum sieht die aus. Ja, das ist schlecht, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Ich habe hier nein, nicht das wegfahren. Du musst schon da bleiben. Keine gute Idee, wenn du das wegfährst. Ich habe hier einige Depots stehen, also vielleicht reicht's, dass die Base die Schiffe down macht. Das wäre ganz cool. Sonst habe ich halt hier nur den Clipper. Ja, und der wird jetzt sterben. Was soll ich machen? Der dient jetzt nur noch als Art Schutzschild für die Insel. Okay, ist down. Ja, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich auch schon relativ egal. Ich produziere trotzdem einen Clipper nach. Den ich dann wieder für die Rumroute, glaube ich, war das schick. Damit ich nicht zu arg ins Minus gerade. Weil sobald der rum ist. Oh! Sobald der rum weg ist, ist das ganz schlecht für die Bilanz. Zack, erledigt. Wieder ein Schiff, das sich freiwillig meldet. Zum Sterben. Ja, das schaut schon nicht mehr gut aus. Die Insel wird weg sein. Sogar unsere Hauptinsel. Fuck. Ah, das war ein Überraschungsangriff. Das war aber auch nicht gescheit von mir, dass ich nicht Linienschiffe rübergeschickt habe. Das hätte durchaus Sinn gemacht. Ja.
Blöd, aber wie gesagt, nicht so tragisch. Die Nacht umgibt uns, mein Kind. Es kommt eine Zeit, da müssen wir Platz machen für etwas Größeres. So, da kommen wir auch gerade an. So, das haben wir. Sie haben nicht nach den Regeln gespielt. Wie gesagt, Uhrzeigersinn, also hier die nächste, unser nächstes Ziel. Ah, da hat er schon ein paar Stellungen, aber das geht schon. Da ziehe ich dann noch Schiffe von hier dazu, welche ich auch immer habe. Zwei immerhin. Und ein paar sind noch in der Mache. Ja, passt. Irgendwie greift uns ja alle gerade ganz fröhlich an, ein Schiff nach dem anderen. Stirbt aber dabei die ganze Zeit. Also seine Flotte haben wir schon ordentlich dezimiert jetzt. Hm? Schauen wir kurz mal auf die Routen. Da sehe ich eine Fregatte, noch eine Fregatte und einen Clipper. Ah, da hat er noch ein bisschen was. Ja, aber eher so fregattenmäßig unterwegs. Das ist halt. Ja, nee. Gegen meine Linienschiffe hat er da keine Chance. So, was ich jetzt machen möchte, ich habe hier meinen Clipper, den schicke ich jetzt wieder rüber in die neue Welt. Schicken Linienschiff wahrscheinlich dazu. Nämlich das, was den Rum anliefert, das kommt da gerade. Als Begleitschutz und dann baue ich drüben die Insel wieder auf, damit ich die Rumversorgung aufrechterhalten kann. Was halt notwendig sein wird, damit ich im Plus bleibe. Ich meine, ich habe genug Münzen, aber muss jetzt nicht sein, dass ich da jetzt irgendwie noch was riskiere, großartig. Ansonsten baue ich noch Schiffe weiter. Die sammle ich gerade hier. Nämlich um halt dann die nächste Insel anzugreifen. Ja, so ist momentan der Plan. Also Bretter und Stahlträger nehme ich mit, die kommen dann ab in die neue Welt. Erwarten neue Horizonte. So, dann wird jetzt wieder die nächste Insel angegriffen. Erlingen in dem Fall. Ah ja. Da freut er sich. Ui, das Schiff ist schon fast hin. Jo, schnell. Oh, geh weg. Ah, das ist einfach zu langsam. Kann man nichts machen. Eins weniger. Oh, der hat doch einige geschützt hier, ne? Das ist aber, glaube ich, jetzt noch die härteste Insel auf der ganzen Karte. Ansonsten, glaube ich, wird alles easy peasy sein. Ja, da werden wir halt ein paar Schiffe jetzt down gehen. Drei Stück, schätze ich mal. Das da, was durch die Maus, das da wird jetzt gleich sterben. Hat ein paar Bretter drauf. So tragisch. Ohnehin. Ja, das Reptan wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man den noch down macht. Schnell. Ja, damit da nichts mehr repariert wird. Oder noch zwei weitere. Dann fahrt's mal weiter runter. Wobei die Geschichte gleich eingenommen ist. Ich zerstöre mal den Hauptkonto. Gut, reicht noch nicht. Dann noch so ein Kanonenturm. Okay, das war jetzt das dritte Schiff, was da angegangen ist. Das passt. Und er kommt freiwillig mit noch ein Schiff, das wir schön da machen können. Herrlich.
Jetzt greift man dir den Hafen auch noch an. Das ist aber langsam unlustig. Gut, der fährt da vorbei. Ihre Insel wird angegriffen. So, aber das heißt, mein Schiff ist da in der neuen Welt. Wo ist denn das Begleitschiff? Ah, das kommt da hinten erst. Okay. Und was machen wir jetzt? Eigentlich war das ein Blödsinn mit dem Schiff. Ach, das war blöd. Was, da habe ich ja gar nicht nachgedacht. Ich möchte keine Insel besiedeln. Ich möchte eigentlich meine Insel zurückerobern. Und dazu bräuchte ich halt mehr von den Linienschiffen. Ja, okay. Das war jetzt suboptimal. Ich meine, ich könnte jetzt schon schauen, ob ich doch noch eine andere Insel finde vielleicht. Die halt Zuckerrohr oben hat. Ja, das kann ich erst in 11 Minuten erobern. Okay, wo hätte man was? Ist das gehört schon jemanden? Ah, da ist kein Zuckerrohr oben. Da wäre Zuckerrohr, aber das ist halt relativ klein. Wobei, auch egal. Ja, komm. Also das gehört auch schon jemanden. Ja gut, das ist ein bisschen schwierig gerade. Ich kann da in den Süden mal fahren mit dem Schiff und schon mal irgendwie mal alles aufdecken. Und derweil in der alten Welt weitermachen mit meinen Angriffen da. Schiff unter Beschuss. Oh, Alter, das gibt's ja alles nicht. Ist da eine Base versteckt im Nebel? Oh Mann! Ja, es hilft nichts. Ich kann das vergessen so. Ich muss wahrscheinlich jetzt meine Linienschiffe runterschicken. Ja, das ist down. Das ist auf jeden Fall down. Ich muss meine Linienschiffe herunterschicken und ich muss diese Insel wieder rückerobern. Es hilft nichts. Ja, das mache ich jetzt. Vielleicht auch nicht die letzte Folge. Flotte erwartet Befehle. So, wunderbar. Meine Flotte ist dem Moment angekommen. Ich glaube, da kommt noch ein Schiff her, da. Logischerweise schicke ich das jetzt gleich auf direkten Weg nach Rumsittihausen. Was wird hier beschossen? Okay, ja, egal. Nicht so tragisch. Und ja, dann nehme ich das wieder ein, dann mache ich wieder Produktion auf Rum. Also ich schaue, dass ich die Rumproduktion wieder hinbekomme. Und den Weg muss ich noch einrichten, die Route dann. Und dann ist das wieder gewährleistet. Dass die Leute halt in der alten Welt dann zu ihren Rum kommen. Schiff unter Beschuss. Ja, es geht los. Schiff unter Beschuss. Wir sind bereits in der Range von der Geschützstellung, von dem Kanonenturm. Das Schiff werde ich wahrscheinlich gleich mal... Ja, das lasse ich jetzt schon wieder umdrehen. Ich möchte jetzt einfach kein Schiff mehr verlieren. Ich möchte mich auch diese Schiffe, die jetzt da unten sind, in der neuen Welt, auch dort lassen. Und halt oben dann meine Flotte weiter ausbauen, damit ich die restlichen Inseln oben dann noch vernichten kann. Mit denen 5 sollten es gelingen jetzt, wenn die ein bisschen schneller fahren würden, den Geschützturm down zu bekommen. Ja, easy peasy sollte es gehen. Ja, ich fast zu früh noch abgezogen, aber egal. So, wurscht, da habe ich auch noch ein Schiff stehen. Also wir haben dann insgesamt 7 Schiffe, die in der neuen Welt treffen können. Auch Inseln erobern können, wenn ich das möchte. Das muss ich dann schauen. Aber ja, wie gesagt, jetzt mal der Plan, die Insel einnehmen. Rum wieder, die Rumproduktion wieder zum Laufen bekommen und dann weitermachen in der alten Welt. Schiff, geh nach Hause. Wuppi, wuppi. Okay, ist da sogar Zeug mit? Malz, Nähmaschinen, okay, Stahlträger. Lol. Doch, das Schiff überlebt, aber gleich sollten wir es haben. Und dann gehört uns die Insel, glaube ich, ein drittes Mal oder so, weil die haben wir ja schon zweimal mindestens verloren. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Insel erobern. Yippie! Sodale, die Rumversorgung steht wieder soweit. Da baue ich jetzt noch irgendwo eine Feuerwache hin, nicht dass uns da irgendwas abbrennen sollte. Also ich habe 4 Rumbrennereien wieder. Ich habe 4 von den Zuckerrohrplantagen. Dann so ein bisschen Bäume, die man halt auch braucht. Also ja, das schaut wieder ganz gut aus. Es müsste mittlerweile auch schon ein bisschen was haben. 6 Tonnen ist jetzt noch nicht viel. Die Rumroute habe ich schon eingerichtet. Da warte ich aber noch, bis ich ein bisschen mehr habe, dass es sich auszahlt.
Und die gehen auf die Barrikaden, weil sie wahrscheinlich keinen Rum haben, oder? Weil sie zu viel zu arbeiten haben, das kann auch sein. Schauen wir kurz mal. Brauerei, na, okay, arbeiten passt alles. Ja, dann wird schon. Na, Bier, sie haben alles. Die Arbeiter haben tatsächlich alles. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, warum die jetzt da herumgrandeln sind. Ja, Propaganda ist schlecht für die Zufriedenheit, okay. Na. Okay, durchblicke ich jetzt nicht. Das heißt, eventuell baue ich jetzt tatsächlich eine Polizeistation. Ja, das mache ich, nur um sicher zu gehen. Nicht, dass dann plötzlich alle ausrasten und ich kaum noch Einnahmen habe. Wo ist denn das überhaupt? Ich nutze es so selten. Da, Polizeiwache. Ja, ich setze jetzt einfach mal zum Unruheherd hin. Und vielleicht noch auf der anderen Seite. Ja, komm. Ich glaube, so teuer ist sie nicht. Setzen wir auf die andere Seite auch noch eine. Und dann gibt sich das hoffentlich wieder. Ja, wie gesagt, da warte ich jetzt, bis ich ein bisschen mehr rum habe. 11 Tonnen haben wir mittlerweile. Das sollte jetzt langsam mal ganz gut anstarten und dann starte ich auch die Route. Und dann ist die Rumversorgung wieder gegeben. Yippie! Und wie schauen wir sonst aus mit Schiffen und so? Da bin ich fleißig am Produzieren. Das ist momentan unsere Flotte in der alten. Ah, da habe ich noch was repariert. In der alten Welt und in der neuen Welt haben wir so circa dasselbe. 5 Schiffe da, wobei eins eine Route sein wird. Und hier noch 3 Schiffe. So, jetzt habe ich meine Flotte hier versammelt, um die Tante Margaret anzugreifen. Die hat da doch ein paar Geschützstellungen. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay, aber wir haben auch relativ viele Schiffe. Also schaffen tun wir das auf jeden Fall. Nur ist alles nur eine Frage der Zeit. Was ist da? Wir könnten eigentlich. Warte mal, Wuchtingen gehört uns. Aha, da müssen wir nichts tun, okay. Wuchtingen gehört uns. Da müssen wir was tun. Wo ist denn jetzt wieder? Genau, da unten müssen wir hin. Zack. Pleasance. Und was, das wird ja noch einmal ein bisschen hart werden. Ist auch eine relativ große Insel. Dann haben wir noch zwei kleine vom Grünen. Die könnten wir eigentlich vormachen. Zuerst die zwei kleinen vom Grünen, dann die große. Und dann eben hier so, dann irgendwie weiter da im Süden. Und dann haben wir's. Ja, dann haben wir's. Dann ist alles erledigt. Rumroute ist, wie gesagt, auch schon am Start. Das läuft jetzt wieder. Mein Plus ist zwar jetzt nicht massiv hoch, aber ich habe einen Plus. Rum ist versorgt. Sie haben alles, was sie brauchen. Somit, ja. Alles gut in Wien. Alles paletti. Und es werden weiter brav Schiffe erzeugt, natürlich, die ganze Zeit. So, wie schaut's aus? Was machen wir jetzt? Jetzt greifen wir die Insel an. Das ist die zweitgrößte nach der grünen Insel da. Wie schon angekündigt. Jetzt ist es nämlich endlich soweit. Habe erstmal ein paar Schiffe reparieren müssen. Und ja, Schiffe nachproduzieren. Jetzt denke ich, haben wir mehr als genug. Ich habe dazwischen auch die zwei kleinen grünen Inseln schon eingenommen, was wir kurz gesagt haben. Die von dem, ja, grünen Heinze halt. Und jetzt geht's ab auf die Graue da, auf die Lady Margaret. Ja, die hat einiges an Def, aber hey, das schaffen wir schon. Das kriegen wir schon hin. Behaupte ich einfach mal. Ah, da haben wir noch ein Schiff rumstehen. Ja, das sammle ich da mal. Gemeinsam mit den anderen. Wieder eins. Ja, na dann gehen wir ab zur Action, würde ich sagen. So, Angriff starten, go, go. Die ersten Schüsse fallen auf beiden Seiten. Hup, hup. Ja, gut, das erste Geschütz ist schnell down. Ich glaube, momentan muss ich auch noch kein Schiff nach Hause schicken. Das vielleicht. Ab nach Hause. Das da. Ab nach Hause. Wir wollen ja keins verlieren, wenn es geht.
Okay, so weit, so gut. Näher hin. Damit auch die anderen Geschütze erreicht werden. Okay, das schaut nicht mehr gut aus. Ab nach Hause. Das wird sterben. Das da. Ja, das war mal ein Schiffchen. Okay. Vom Rest habe ich aber ganz gutes Gefühl. Ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Damage wäre cool. Also ein feindliches Schiff. So. Und da hinten sind noch Geschützstellungen. Ja, das ist an vorderster Front. Das könnte auch sein, dass das jetzt eingeht. Weil wir nicht schnell genug sind, ihn einnehmen. Obwohl so viele Schiffe von uns da sind. Ja, einzeln. Obwohl, kritischer Zustand. Schauen wir mal. Ich gehe mal direkt auf den Kontor. Ja, der ist kaputt. Und jetzt noch die Geschütze. Und das Schiff ist out of range. Nice. Das haben wir gerettet. Nach Hause. Und du fährst auch ab nach Hause. Jawohl, 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 jawohl. Gut, das haben wir. Und weiter geht's dann. Da, Alonso haben wir noch eine kleine Insel. Und dann wieder sie. Und dann noch zweimal grün. Und dann sind wir durch. So, Fevertown, die letzte Insel von Alonso Graves auf in der alten Welt. Wenn wir nicht Diplomatie. Wenn wir die jetzt eingenommen haben, diese Mini-Insel da, dann war es für ihn auf der Insel. In dem Gebiet. Fred. Sollte nicht so schwer sein. Weil wenig Geschütze, ja. Keine Schiffsgegenwehr, außer das eine Schiff da, das interessiert gar nicht. Und vielleicht kann ich das da noch retten. Das wäre ganz cool. Aber ne, das schaut nicht gut aus, das schaut gar nicht gut aus. Uiuiui. Okay. Wurscht. Du hast auch gleich da, ne? Das haben wir doch gerade in ein paar Sekunden. Das Einzige, was uns da noch immer auffällt, sind die Depots, die werden aber auch gerade zerstört. Beziehungsweise das eine ist, glaube ich, schon. Gut. Kontor hin. Auf den zweiten, aufs zweite Depot, go, go. Dann wird das da oben blinken und dann werden wir das haben und dann, jawohl. Haben wir vertrieben aus dem Gebiet. Tschüss, kein Alonso mehr in der alten Welt. So, da 1, 2, 3 Inseln verbleiben. Zuerst machen wir die graue. Dafür habe ich da ein paar Schiffchen. Auf der Seite hat es noch relativ wenig Geschütze, aber allerdings. Auf der anderen sind dann auch noch ein paar, das heißt, wir müssen nochmal zuerst die Geschütze da oben dran machen. Weil, ja, sonst können wir die Insel nicht einnehmen. Und dann halt noch unten. Treffen sich da quasi jetzt in die beiden Flotten und los geht's. So, die Geschütze und der Hafen sind da oben, jetzt fahren wir noch runter, den Rest machen. Schiffe sind soweit okay, eins habe ich noch rausgeschickt. Jawohl. Insel erobert und damit ist auch sie nicht mehr hier anzutreffen in der alten Welt, die Lady Margaret. Tschüss, Mädel. Vom Stapel gelaufen. Nächste Insel, die kleine Grüne. So, die kleine Grüne ist erledigt. Insel erobern.
Und jetzt geht's ab zum großen Finale, die letzte Insel. Die wird aber jetzt auch nicht mehr die große Hexerei sein. So, da kommen nochmal drei Schiffe jetzt dazu, damit meine Flotte da ein bisschen größer ist, damit es umso einfacher ist, dann jetzt die allerletzte Insel anzugreifen. Das machen wir jetzt noch, der Angriff läuft. Jetzt sehen wir den mal in voller Länge wieder. Den Rest habe ich, nehme ich an, zusammengeschnitten, damit es nicht so langweilig wird, weil immer wieder Inseln zu erobern ist dann, naja, jetzt nicht unbedingt das Spannendste auf der Welt. Ich schaue nur kurz, ob es jetzt wirklich die allerletzte ist. Das ist, es gibt da welche, das sind so Handelspartner, die kann man natürlich nicht angreifen. Die sind noch alle drei eben da auf der, auf dem Gebiet, in dem Gebiet. Und er ist jetzt wirklich tatsächlich der allerletzte, der Karl Leonard von irgendwas. Und der wird jetzt mal schwerst angegriffen von unserer Flotte, die ganz ansehnlich ist. Ja, das stirbt, okay, macht nichts. Macht nichts, ein Schiff weniger, kein Problemchen. Bisschen näher ran, dass wir da wirklich auch gute Geschütze alle schön treffen können. Ein Schiff zumindest auf dem Kontor. Ja, das schaut gut aus. Das schaut sehr gut aus sogar. Ich glaube, der hat oben noch ein Geschütz da. Ich weiß nicht, ob wir das noch down machen müssen dann. Ich schätze mal nicht, aber werden wir sehen. Und ja, dann, wenn wir den fertig haben, haben wir wirklich alle Inseln erobert. Und diese Serie Anno oder diese Season Anno, wie auch immer, endet dann hier Anno 1800. Anfangs war es ja noch ein bisschen schwer, das Ganze, weil die uns ja relativ früh attackiert haben und uns die Hauptstadt ein bisschen weggenommen haben. Damit sind wir stark ins Minus gegangen. Oder aber stark an Plus Gold verloren, haben es gerade noch so überlebt, das Ganze. Und dann kam die große Rache gegen Alonso, wo wir ihm dann ein, zwei Inseln weggenommen haben. Auch der Lady Margaret dann, und ab einem gewissen Zeitpunkt lief es dann irgendwie. Das war dann ein Selbstläufer. Wenn du dann halt genügend Schiffe hast und alles, dann läuft es einfach. Ja. Man sieht es auch hier. Er hat einfach absolut no chance, der Freund. Und Sache erledigt. GG, Insel erobert. Das war's mit Anno 1800. Danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal bei irgendeinem anderen Projekt oder so. Baba.